Heute geht es beim Thema Bumerang-Tuning um Gewichte, also das Ballastieren des Bumerangs. Ich erzähle euch zum einen so ein bisschen, wie man Gewichte befestigen kann, zum anderen aber vor allem, was die unterschiedlichen Positionen am Bumerang für einen Effekt auf den Flug haben. Ganz wichtig, wenn wir von einer Position eines Gewichtes sprechen, ist immer, wie ist das Verhältnis zum Schwerpunkt. Um das einfacher zu erläutern, nehmen wir uns wieder einen Dreiflügler, weil hier wissen wir, das Zentrum ist genau in der Mitte und alle Flügel rotieren um das Zentrum. Grundsätzlich gibt es drei Positionen für Gewichte zum grob Einteilen. Direkt im Schwerpunktzentrum, auf der Hälfte der Strecke zwischen Flügelende und Zentrum oder direkt an den Flügelenden. Bleiben wir gleich bei diesem Bumerang. Der hat Gewicht an den Flügelenden. Der Effekt davon ist, dass dieser Bumerang deutlich weiter fliegen wird als ohne diese Gewichte. Das ist auch ein Grund, warum ihr relativ häufig zwei Flügler sehen werdet, so wie diesen beispielsweise, die weit fliegen sollen, die große Gewichte an den Flügelenden haben. Die Rotation wird auch ein wenig verlangsamt durch diese Gewichte in den Flügelenden, aber nicht annähernd so stark wie beispielsweise durch ein Loch. Die zweite mögliche Position ist im Bereich der Flügelmitte, so wie wir es bei diesem Bumerang sehen. Das hat keinen großen Einfluss auf die Flugweite, aber es macht den Bumerang sehr viel windverträglicher. Das heißt, wenn ihr einen leichten Bumerang habt, der nicht viel Wind ab kann, versucht doch einfach mal Gewichte auf die Flügelmitte sozusagen zu kleben. Die dritte Variante sind dann die Gewichte im Bereich des Zentrums, also direkt im Bereich des Schwerpunkts. Wir geben dem Schwerpunkt mehr Masse. Das führt dazu, dass der Bumerang etwas schneller rotiert, er wird sich mehr flachlegen und er wird etwas mehr zu euch zurückkommen. Jetzt kann man Gewichte auf grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten und Weisen anbringen. Entweder nur so zeitweise, so wie hier, wo Gewicht ist einfach nur mit etwas Tape, so eine Münze draufgeklebt, oder die Gewichte werden permanent im Flügel versenkt, wie wir das hier sehen, einmal ein Messinggewicht, einmal ein Bleigewicht. Der wesentliche Unterschied, außer dass man das natürlich nicht so schnell ändern kann, ist allerdings das Profil. Bei diesen Bumerangs, wo das Gewicht versenkt ist, ändert sich nicht groß was am Profil. Es hat also keinen großen Einfluss auf die Aerodynamik. Dagegen ist klar, dass so ein Gewicht, was oben drauf geklebt ist auf den Flügel, wesentlich die Aerodynamik und das Bremsverhalten des Flügels ändern wird. Außerdem haben diese Gewichte einen unterschiedlichen Einfluss, ob sie oben oder unten aufgeklebt werden, was die Flughöhe oder Flugtiefe angeht. Komplizierter wird es nochmal bei den Zweiflüglern, da die nicht symmetrisch aufgebaut sind. Hier haben die Gewichte, die ungleichmäßig verteilt sind, beispielsweise hier oder hier, ganz unterschiedliche Effekte, obwohl sie eigentlich in der gleichen Position angebracht sind. Aber dazu erzählen wir euch später mehr.